Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Terroir, a Winemaking Tycoon Game. Ich bin der Lazy LP und ja, wir haben unseren Wein irgendwie zum Verkauf gemacht. Ich müsste noch mal eben gucken. Da ist nichts, aber hier haben wir noch mal genau unseren Rest oder so ähnlich war das, ne? Oder waren das wirklich nur so wenig? Ich glaube, das waren wirklich nur irgendwie 240. Wir gucken, dass wir so langsam aber sicher. Was haben wir hier? Hier ist ein Lake. Ich glaube, für 10.000 können wir den dazu, weil wenn wir den dazu holen, dann haben wir eine doppelt so gute Ernte. Ich glaube, wir sollten es wirklich tun, bevor wir jetzt hier weitermachen. Nehmen wir einen Kredit auf. Oh, wir müssen ja erstmal einen Kredit zurückbezahlen. Alles klar, hat sich erledigt. Ich weiß nämlich, der hat 13.000. Okay. So viel dazu. Ah, wir müssen hier schnipp schnapp rüber ab. Oh Mann. Ich habe mir das hier mal ein bisschen durchgelesen. Ja. Also das heißt so viel wie versuchen Sie Ihr Glück. Irgendwie so eine Art Lotterie ist das. Das was genau? Keine Ahnung. Du könntest ja mal ausprobieren. Let's do it. Chance. Okay. Das heißt irgendwie, Chance und Umstand. Chance. Changing climate patterns have caused surf rains in your vineyard province. Umbrellas out. Effect, get ready for 3 consecutive days of rain. Das heißt, es regnet nur noch oder so? Drei Monate regnet das jetzt nur noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich schneide jetzt mal runter. So, mehr geht nicht. Oh ja, das regnet und regnet. Okay. Achso, man muss immer einen 5 Sterne Wein machen, um das hier zu aktivieren. Okay. Oh, hat aufgehört zu regnen. Ist nur noch Claudi. Die Claudi. Clear. Oh, Claudi, clear. Hört sich an, wenn man eine Liste aufzählt, so von Frauen, ne? Nicht schlecht. Jetzt darf es regnen. Regen. Oh, ich befürchte, der Wein geht mir kaputt. Wir sind schon im Juli und schon auf 5. Und auf 6. Oh, Mist. Ja, das auf 8. Jetzt kommt da nichts mehr zu. Ja, wir haben hier zu weit runter. Geht das auch noch irgendwie was mit 10%? Achso, das ist wegen dem Wald. Ja, ist clear. Wir haben nicht auf 10. So, wir warten jetzt und hoffen, dass das noch hochgeht, damit das hier runter geht. Aber bloß ohne Regen kommt hier kein Gestrüpp drauf. Und ohne Gestrüpp kriegen wir es nicht. Reife gerade nicht runter. Ja, und dadurch kommt auch nichts mehr dazu. Und wir haben die Tonne. Ja, toll, jetzt regnet. Ein bisschen zu spät, aber egal. Na gut. Dann müssen wir dich so hinnehmen. Dann kriegen wir schon mal keinen 5-Sterne-Wein zusammen. Weil
dadurch, dass die so ja, überreif geworden sind. Ja, 2 Monate die Sweetness rausnehmen, damit wir wenigstens auf 6 runterkommen. Und ja. Und nun? Gucken wir mal. Ganz schön dumm aus der Wäsche. Ja, wir probieren den Wein auf 666 zu bekommen. Solange man nur 2-Sterne-Tester benutzt, kriegt man dafür auch noch eine sehr gute Bewertung. Sprich 5 Sterne kann man dafür bekommen. Und Ding, da ist er. So, dich haben wir auf 6, dich müssen wir 2 Monate lagern, also brauche ich dich auf 8, muss ich 70% machen. Machen wir und flupp, wunderbar, jetzt haben wir dich auf 8, 2 Monate, wir sind im Januar, das heißt im März können wir dich dann, können wir dich abfüllen. Abfüllen, oh Mann, wir haben noch 2000. Februar. Ein Monat noch, wir gucken, vorsichtshalber gucken wir. 768, ja, und der hier, ja, one star will be deducted from its final rating. Das heißt, ein Stern wird abgezogen, weil halt, ne? Genau, weil die überreif sind oder so. Ja, wir sind jetzt schon auf Reifegrad 2. Geht's genauso gut los, wie es aufgehört hat. Super. Der März, wir sind schon auf 4. Achso, März. Da war was. Da, 666. Wir botteln dich. Da rein. Mit Kork. Kostet mich 3000. Habe ich nicht. Nein. Oh, 600 kostet das. Und ohne? 2, 5. Oh, zu viel. 3. 2. Ne, dann mache ich lieber einen mit Korken. Bottle. Gebottelt. Taste. 2. Zack. 4 Sterne, weil wird der eine abgezogen. Dann verkauft den Kram mal. 120. Oh, 40 Dollar. Das sind 4000 Tacken. So, was machen wir denn? Eigentlich sind es ja 40. Kann ich 30, 30, 60 machen. Machen wir 35, 35 und 50. So. Dann warten wir jetzt, bis wir hier ein bisschen Paras auf der Klamotte haben. Eins. So, jetzt haben wir erstmal Minus. Wir sind schon auf dem Reifegrad von 7. Es sollte langsam mal regnen hier. Reifegrad von 8 ist... Ja, das wird eine super Ernte. Wir haben 500 Watt. You fail to repay your loan for 300 months. Ist was? Reach of your area. Okay. Was für ein Ding? Egal, ich habe hier 800. Wir sind schon im Mai. Im letzten Monat habe ich 464. Mal gucken, wie viel haben wir denn? Ja, viel zu viel. Oh. So, wir gucken mal. Kriegen wir denn 2? Okay, wir bottlen noch mal eine. Wir gucken das Gebottelte, lassen das mal testen hier von den Zweiern. Das hätten wir uns sparen können. Das verkaufen wir gleich mal dahin. Barrels, bottled. Zwei. Okay, 1. Bottle das da wenigstens, dann auch immer sei es Tasting, nimm nur die 1 Sterne.
Dann gibt es wenigstens 2 Sterne. Juhu. Ja, ich denke, wir sind nicht mehr zahlungsfähig. Weil für 15 Dollar brauchen wir die nicht wirklich verkaufen eigentlich, ja? Weil da kriegen wir nicht. Kriegen wir 5. Das sind 1.500. Da haben wir mehr Unkosten als Kosten. Und vor allen Dingen, wir können immer nur ein Fass botteln. Wir haben noch 2 Fässer. Okay, weiter runter geht aber nicht. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier noch bezahlen müssen. Ach, es kommt Regen. Wir brauchen mehr Regen, viel mehr Regen. Leicht. Ja, okay. Wunderbar. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Dann passt das. Achso, wir haben hier schon wieder 600. Ja, botteln wir das. Ja. Rein theoretisch können wir es am Nagel hängen. Weil das kriegen wir nicht mehr weg. Oh, der kriegt hier schon wieder dazu. 5, 6. Okay. Wow. Können wir dich verkaufen, wa? Ja, mach 40, 40, 40. Ich habe da keine Lust drauf. Und wir botteln hier mal wieder ein. Bottle, bottle. Bottle, bottle. So, mit Korken. Ein. Komm her. Ist gebottelt. So, zack. Und 3 Sterne. Geht wieder nach oben. Und das, obwohl wir 1 Stern Abzug haben. Das ist in Ordnung. Mal gucken. Ja, weil der hier die SCDT ist um einen wieder gestiegen. Super. Freut mich. Oh, es regnet noch mehr. Jawohl. Ist runtergegangen auf 7. Jetzt kommt hier auch wieder was dazu. Dann schnüppeln wir mal. Gut. Audi ist okay. So, nehmen wir überhaupt genug ein. Ich denke, gleich kommt du. Nö, nö. Bankrupt. So langsam wird's. Aber was nützt uns das? Wir können den Kredit nicht abbezahlen. Runter auf 6. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich hab's geahnt. Nein! Na gut. Dann war's das für diese Folge. Und in der nächsten Folge starten wir von vorne. Und dann schaffen wir das aber. Mann, auf schwer ist das ja wirklich schwer. Warum nur? Warum nur? So, wie ihr seht, sind wir in der Version 1.09b. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Folgen waren. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei einer weiteren Folge von Terroir, a Winemaking Tycoon Game. Ich bin der Lazy LP und ich bin raus. Bis denn dann. Bye, bye.